Mein Name ist Christian Köberl, ich bin Vorsitzender der Kommission für Geowissenschaften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Wir freuen uns, Sie hier einerseits persönlich, aber auch eine gute Anzahl an Teilnehmern online begrüßen zu dürfen. Beim öffentlichen Vortrag Kooperation zwischen EGU, der European Geosciences Union und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Schon seit einigen Jahren, pre-Corona, gab es so eine öffentliche Veranstaltung in Wien. Wir haben jetzt seit den Corona-Zeiten begonnen, das teilweise online, aber jetzt hier wieder in Personam an der Akademie der Wissenschaften zu organisieren. Auch letztes Jahr war es schon mal, weil ja auch die Konferenz selbst für zumindest 2 Jahre nicht beziehungsweise nur online stattgefunden hat. Dieser öffentliche Vortrag soll einen Einblick geben in Themen, die die Erdwissenschaften und die Gebiete, die bei der European Geosciences Union Konferenz, die momentan gerade diese Woche in Wien stattfindet, eben auch breit bekannt zu machen. Heute haben wir einen Vortrag über künstliche Intelligenz, ein Schlagwort, das in letzter Zeit sehr häufig gebraucht wird, und das Thema Klima, ein anderes sehr häufiges Schlagwort der letzten Zeit. Wir werden mit Interesse sehen, wo uns die Kombination dieser beiden Dinge hinführt. Bevor ich allerdings den Vortragenden dann kurz vorstelle oder einführe, möchte ich, now I'll switch to English, I would like to welcome the President of the European Geosciences Union, Professor Irina Artemieva. She is currently, and I think next year too, right? For 2 years, President of the EGU. She has a number of professional honors. She, for example, just a couple of years ago received the Augustus Love Medal from the European Geosciences Union. Is a fellow of the Royal Astronomical Society, a fellow of the Geological Society of America, is an elected member of the Royal Danish Academy of Sciences and Letters, and many, many others. And she started her career at the Russian Academy of Sciences in Moscow, then became, had various professorial and various senior scientist appointments, first at the University of Uppsala, then the University of Strasbourg. Then she was at the U.S. Geological Survey in the United States. Then she became a professor at the University of Copenhagen in Denmark, visiting professor at Stanford University, and now is at the German Helmholtz Center, right? So it is my great pleasure to welcome her, and she's going to say a few introductory words about the lectures, the topic, and whatever you feel like it. Please, Irina. Thank you very much. That was a very lively and nice introduction. And may I have, please, my slides? Thank you. It is actually a great pleasure to be here and a great pleasure to know that EGU is of interest to the Austrian Academy of Sciences, and that one of our members is invited to present a lecture here, public lecture as far as I understand, which is not only on site but also transmitted virtually. So it is very pleasant to walk around this building and to see the history, life history, and how much the Academy is appreciated in this country. You have fantastic facilities here, so it is really very, very enjoyable to be in this building and to speak here. So, but definitely you came here not to listen to me, even though I feel that I need to give some introduction to you. And I put a few slides just about EGU and in particular history of this lecture. So the European Geosciences Union has initiated this site event for wider public just before COVID. And
Over the COVID years, it transformed to something which is not only on site but also virtual, and this was the format which it has been last year. And the European Jazz Hands Union is quite a big organization. So at present, well, as of statistics of yesterday, we have approximately 18,500 participants who registered for this conference. So we're actually one of the biggest jazz science organizations in Europe and among one of the biggest in the world. And for those of you who don't know, EGU has been formed by a merge of two geoscience organizations. One of them was German, founded in 1973. The other one was French. So that is why we have sort of mixed historical structure from two sides. And the entire union rotates around four basic disciplinary pillars. One is around solid Earth and planets. Then there is liquid Earth, fluid Earth, and interacting Earth with all of the multidisciplinary sessions. And we also publish a number of journals. So I think that at the moment we publish 19 open access journals, which are very popular. So if you wish to publish in a high standard journal, you're very much welcome to submit to EGU journals. It is actually quite important for me that since we have been formed 20 years ago, we have always been located here in Vienna. And this is so important that actually Vienna became one of the symbols of EGU because we're always here. And it is so nice to be always welcome. So this year it will be the 20th time, well, okay, including the COVID years, it is the 20th year that we're here. And it's extremely pleasant to know that you know the place, that everyone is so friendly, and that we're very much welcome also by the city of Vienna. And well, the General Assembly is quite a big event because we have so many participants, we have huge number of exhibitors, we have a huge number, well, this year we have more than 100 journalists, and we have broad spectrum of different types of events. I tried to list as many of them as I can recall. I'm sure that I have forgotten something. And it is sometimes it's tiring. Sometimes it's a lot of fun. You can see that some people are having really enjoying the place. It's all happening there on the venue, so that we have people who can start playing music, actually Austrian national music, so it is quite lovely. Always creates a crowd of youngsters who want to have a rest and to have some fun after they slept on the train coming to the convention center. But coming back a little bit to more serious things, well, it's clear that geosciences are central to many grand challenges to the society. And some years ago, United Nations Committee has chosen 15 global challenges. So five of these 15 are exactly within the scope of EGU and within the goals of EGU. So it's clear that EGU plays a very important role in shaping the face of the future society and interactions with the policy makers and decision makers. And we see our goal as promotion of geosciences in the political system. Obviously, we do not provide any solutions. We only provide scientific results, and it's up to those people to decide if they want to use our science or if they don't want to use our science. But the point which I find important here is the last one. So it is important always to emphasize the uncertainty in scientific results. And this is quite often forgotten, and not only by the community, also actually by some of the scientists. So it's something which I want to show you in relation to the lecture which you are waiting for. So I decided to show you some slides about the topic which is becoming quite hot nowadays, global warming. And this is one of the curves which was published with the change of global changes in global temperature for the last 2,000 years. Well, one might say more or less on the human history. And you can see that it is extremely variable. And if you look also at the vertical scale, the changes are quite substantial. So it all depends obviously on the scale,
how you look at this. And it's clear that medieval warm period is very well seen in all of this data as high temperatures. But there is actually very good documentation. You probably heard that I am now located in Denmark. And it's quite a hot topic in Denmark, and it's very well documented that Vikings came to Greenland at around the year 1000, and there are some constructions, so this is pretty old construction from Viking time. And they were growing wheat, so that there are findings, archaeological findings of wheat grains. So that you can imagine, if you think of Greenland nowadays, I definitely would have never thought that I can go and, you know, get grain, get wheat in that area. But then the climate changed. And Vikings left Greenland and many other places. So it's not only the situation political and societal, which was at that time, but it's clearly related to what was happening with the global temperatures. And the next event is the Great Plague, which was in Europe at around the year 1350s, 1360s. And it is, well, it is known from biology that it has been associated and triggered by a huge decrease in temperature and global temperatures. But if you look at this plot, it's really very, very clear that one of the causes was in changes in the global climate. And then we're coming to the Little Ice Age. It's a nice figure, and actually I like to use it to show it to the students because, well, they know paintings, but they don't know otherwise the history. And this is a very nice, actually, illustration how cold it was in Europe at that time with all of the frozen canals. Well, I cannot imagine these canals to be used for skiing in the near future. So it's very clear. And I actually heard the story recently. I was in Spain, in Madrid, and Madrid is so, well, it doesn't have the best climate, which I saw in my life. And what I heard was that at the time when it was founded, the climate was very much different. It was very friendly. They had a lot of water, so it was not so hot. And they founded it in a nice location with a nice climate. And nowadays, it's not so good as it was in the past time. And now we're back to global warming, which means that farming is back to Greenland. And, well, the life is changing and causing all of these debates about what is happening with climate and what is the contribution of sciences to all of this. But the thing is that, well, as scientists, we know that the world is fractal. It all depends at which scale you are looking. So I put on the left the numbers which relate to the age. For the duration of the scale, it will be different on the next slides. So if you look at this scale for the last 65 million years, well, you can see that actually the temperature has dropped a lot. So it dropped from roughly 30 degrees to approximately 10 degrees globally, so that it's a substantially larger change in temperatures than what is discussed in different climate debates. So if you look at a different scale, so this is zoomed for the last 5 million years, you can see that it is actually going up and down, so that you have a clear soar. I would not say that it's a sinusoidal signal, but still it is definitely it has very rapid temperature decreases over short time. And what is important is that the amplitude of these short period variations is clearly increasing towards the present time. And if you zoom it more for the last 800,000 years, so you can see that it's really very clear that it's basically almost a cyclic change in the climate over this period of time. And for the last 150 years, it is it looks like this. So on this curve, which is zoomed at this time scale, we're approaching local maximum. And the question is, what will be the future evolution of this natural system? And how much actually do we understand this natural system and evolution of all of these temperature changes, and how much it should be discussed and passed further to the community? So, which puts a very nice question, which actually has been written by Galileo Galilei many centuries ago. When will I cease to amaze and begin to comprehend?
What am I? What is the world in which I live? So with this, I would like to invite here Christopher, and I think that I mistyped your last name. No? Okay, good. Because otherwise I apologize. But with this, I would like to invite you here on the stage and to tell us the story of how much we know and how much we understand. Yeah, thank you very much. Ich gehe jetzt zu Deutsch zurück, genau. Das war spannend, tatsächlich jetzt mal zu hören. Und wir steigen viel, viel später ein als Millionen Jahre zuvor. Genau, können wir auf meine Folien wechseln? Ja, das macht man. Klasse. Super. Ja, mein Name ist Christopher Kado. Ich bin vom Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg, in Deutschland. Ich habe, wie schon zu Recht bemerkt wurde, hier zwei Buzzwords mitgebracht, künstliche Intelligenz und Klima. Ich leite die Forschungsgruppe für maschinelles Lernen und letztendlich haben wir noch sogar einen anderen Teil mit drin in der Forschungsgruppe zur Softwareentwicklung, den ich heute so ein bisschen ausspare. Die Kollegen sind aber wahrscheinlich auch online dabei. Probieren wir mal, ob das funktioniert. Sehr gut. Was ich mitgebracht habe, soll so ein bisschen eine kleine Reise sein, wie künstliche Intelligenz so jetzt eingegriffen hat in den letzten Jahren quasi, aber mit Ergebnissen letztendlich aus unserer Forschungsgruppe. Sie werden ja alle mitbekommen haben, wer hat alle schon mal ChatGPT gehört? Wer hat es schon mal benutzt? Ah ja, genau. Genau, also Sie haben ja vielleicht den Flyer gelesen, da war ein deutscher Abstract drin. Sie glauben ja nicht, dass ich den übersetzt habe. Das habe ich natürlich das Ding machen lassen, weil das einfach perfekt ist in manchen Dingen. Wir haben uns auch gerade unterhalten, es halluziniert auch manchmal. Das kommt so mit sich. Und gerade in der Wissenschaft ist es dann immer ein bisschen kritisch, wenn man anfängt, die Dinge zu benutzen und einfach nur drauf los zu benutzen. Deswegen ist der Wissenstransfer im Grunde genommen ein ganz wichtiger Punkt. Ich werde so ein bisschen erzählen, wie alles begann, wie man von der Bildtechnologie letztendlich zu einer wissenschaftlichen Anwendung kommt. Dann will ich ein bisschen über das Klima reden. Deutlich kürzerer Abstand, als wir es eben gerade gehört haben, wo es eher um fehlende Messstationen der Vergangenheit ging. Und dann werden wir gucken, uns das Klima in HD mal angucken, also wie so pixelige Temperaturdaten auch hochskaliert werden können für lokale Klimainformationen. Und dann will ich auch nochmal einen Schwung zu Wetter machen, einfach weil es ein bisschen anschaulicher ist, weil ich dachte auch für so einen öffentlichen Vortrag ist bestimmt nett, auch was zu sehen, was die Leute halt auch im täglichen Gebrauch kennen. Und dann schauen wir uns mal ein paar Niederschlagsradare an und gucken mal an, was man damit so alles zaubern kann. Genau, das Deutsche Klimarechenzentrum in Hamburg ist so der Partner für die Klimawissenschaft. Wir versuchen letztendlich die maximale Rechenleistung zusammenzustellen. Wir sind tatsächlich, glaube ich, das einzige Rechenzentrum der Welt, was so mit Fokus auf Klima hat tatsächlich. Wir haben da ein riesen Datenmanagement, vor allem eine riesen Datenbank auch zur Verfügung. Und die Vision sehen Sie da so ein bisschen. Wir wollen letztendlich den technischen Fortschritt, der so drumherum passiert, der Klima-Community auch zur Verfügung stellen. Und da sind wir so ein bisschen der Partner der Klimawissenschaften mit unseren Gesellschaftern hier, die genannt sind, Max-Planck-Gesellschaft, letztendlich die Universität Hamburg, das Alfred-Wegener-Institut und das Helmholtz-Zentrum Herion. Und da haben wir mittlerweile auch zwei Gruppen, die sich mit maschinelles Lernen auseinandersetzen. Da ist zum einen unsere Forschungsgruppe, aber wir haben auch die Service-Gruppe, die Helmholtz AI-Unit, da haben wir auch einen Kollegen hier, das freut mich ganz besonders. Und hier unten rechts sehen Sie tatsächlich, also so oben rechts sehen Sie erstmal unser wunderschönes Gebäude mit dem Fernsehturm im Hintergrund. Wenn Sie mal da sind, ist in der Nähe vom Max-Planck-Institut, es lohnt sich auf jeden Fall mal da vorbeizuschauen. Und wir haben, unten sehen Sie den neuen Hochleistungsrechner, den wir letztes Jahr an den Start gebracht haben, der so eine coole blaue Leuchte hat, damit das total schick aussieht. Tatsächlich haben wir auch enorm Zuwachs an Maschinenpower bekommen, vor allem im GPU-Bereich, was sehr wichtig ist für die Benutzung von künstlichen Intelligenzmethoden. Genau, ich entschuldige mich jetzt schon mal, dass da einige englische Wörter auftauchen. Ich habe das alles so gut es ging eingedeutscht. Ich fand aber auch, einige Worte sind nicht wirklich gut zu übersetzen. Der Fachbegriff tatsächlich ist Image in Painting, was nichts weiter ist als Restauration. Und das kennt jeder. Sie haben das sicher schon mal in Gemälde gesehen oder bei Fotos. Also da gibt es dann die sogenannte Ground Truth, also ein bisschen die Wahrheit. Und dann über die Zeit geht das Gemälde oder das Foto kaputt. Also es bekommt Lücken. Auf der linken Seite sehen Sie das Beispiel von der Kirche in Boya in Spanien.
Und das ist ein sehr berühmtes Beispiel, weil da wurde eine Dame gebeten, die das Bild wieder aufzuführen, eine Restauratorin, die hat gesagt, ja, kann ich machen, gar kein Problem. Und dann kam das bei raus. Das ist ziemlich viral gegangen, die Jahre. Das war ein super Erfolg für die Kirche, weil die ganze Welt wollte es sehen. Alle wollten den neuen Jesus da in der Kirche sehen. Die haben so viel Geld gemacht in dieser Kirche. Also das kann man auf jeden Fall als absoluten Erfolg von der Restauration verkaufen. Auf der rechten Seite haben sie zwei Fotos, einmal das Original und einmal kaputt. Und das ist natürlich eine Lüge. Also wir haben noch nicht ein digitales Bild und dann warten wir 200 Jahre, damit ein Bild kaputt geht. Tatsächlich ist das schon die Restauration. Und zwar von einem Deep Learning, also von einem maschinellen Lernalgorithmus, der das schon gemacht hat. Und ich würde sogar behaupten, die Restauration ist besser als das Original. Und das Gute ist, sie können mir gar nicht das Gegenteil beweisen. Das ist halt auch ziemlich praktisch. Es sieht auf jeden Fall unglaublich gut aus. Ich nehme das immer so ein bisschen als Vergleich, weil die Leute gerne mit mir diskutieren, wie intelligent ist eigentlich so eine künstliche Intelligenz. Da packe ich dann immer einfach die menschliche Intelligenz da so gegenüber, um dann mal zu, also wenn Sie mit mir diskutieren wollen, ist das auf jeden Fall ein gutes Beispiel zu starten, wie intelligent jetzt die künstlichen Intelligenzen eigentlich schon sind. Dann habe ich im Grunde genommen 2018 ein Video auf YouTube gesehen, da bekommen die Wissenschaftler ihre Wissenschaft momentan her und vielleicht kann ich die Kollegen hinten bitten, das zu starten. Und das ist letztlich ein Video von der Nvidia-Firma, die genau dieses Image-in-Painting machen. Und was diese Software da so macht, das kann man auf der linken Seite hat man jetzt ein Foto und man hat da so einen kleinen Radiergummi und da kann man so Dinge rausnehmen aus dem Bild. Wie zum Beispiel jetzt die Fahne. Und auf der rechten Seite sieht man dann so ein bisschen, wie die KI genau an der Stelle was wieder einsetzt. Und sie versucht letztendlich, das Foto wieder so realistisch wie möglich zu machen. Man hat das mittlerweile hier, so eine Brücke irgendwie in den Steinen drin, wenn das Eis so im Englischen im Kopf steckt, das ist immer großartig. Genau. Man kann also gewisse Dinge aus dem Bild rausnehmen und es sind letztendlich drei Sachen, die da so ein bisschen faszinierend dran sind. Zum einen, man kann einfach irgendwo was rausnehmen. Das war halt auf jeden Fall das Spannende zu der Zeit, 2018, was Jahre her ist. Zweitens, es macht so eine Art lineare Interpolation, um das jetzt schon mal so ins Wissenschaftliche zu übersetzen. Das heißt, da wird geguckt, wie ist der Farbraum und wie kann das so quasi, wie passt das sich an, wie geht das da rein? Und im nächsten Bild sieht man auch, dass es auch eine Art Mustererkennung kann. Das heißt, wenn ich jetzt ein Auge rausnehme, packt es auch ein Auge rein. Also es macht nicht nur die Farbe drumherum irgendwie und packt es rein, sondern es hat auch irgendwie erkannt, da ist eine Nase. Das heißt, und da wird eine Nase wieder eingesetzt. Und dann kann man natürlich auch anfangen rumzuspielen, was dann natürlich auch alle Leute machen im Internet. Das heißt, man kann jetzt hier auch irgendwie mal die Frisur abändern, um dann mal zu schauen, wie das aussieht. Letztendlich im letzten Video, was ich immer auch ganz gerne mitzeige, ist, letztendlich machen wir den guten Mann jetzt ein bisschen jünger. Das heißt, wir gehen mal so ein bisschen an die Problemstellen ran, also die Mundwinkel, also die Krähenfüße, ist alles nicht gut. Und man sieht jetzt genau, was passiert oder wie der Algorithmus trainiert wurde, sobald die Augen rausgenommen werden. Und das ist total spannend und ich finde es bis heute klasse, dass sie das drin gelassen haben. Wir haben tatsächlich jetzt ein YouTube-Video geguckt. Weil letztendlich bedeutet es, wir müssen wissen, womit wir trainieren. Was wollen wir eigentlich erreichen, wenn wir so eine Technologie antrainieren? Wollen wir jetzt aus dem alten weißen Mann eine junge weiße Frau machen? Oder ging es darum, den jünger zu machen? Worum geht es eigentlich an der Stelle? Man muss aufpassen, womit man trainiert, um bestimmte Dinge rauszufinden, die man damit macht. Ich versuche mal weiter zu klicken. Jetzt habe ich wieder neu. Super. Genau, und unter dem Video stand dann so ein super Kommentar. Google denkt sich, lass uns doch eine KI bauen, die sich selber Laufen beibringt. Facebook denkt sich, lass uns eine KI bauen, die eine eigene Sprache entwickelt. Und Nvidia baut irgendwie die Bildkorrektur von Photoshop nach. Also irgendwie so, man guckt dieses Video und denkt sich so, ist schon spannend, aber was macht man denn jetzt eigentlich damit? Also was soll denn das? Und da ist quasi wie den Schuppen von den Augen gefallen, wie wäre es denn mit den Klimawissenschaften? Wir schauen jetzt auf ein Bild von den Beobachtern der sogenannten Headcrew T4. Das ist ein Datensatz von den Kollegen vom britischen Wetterdienst. Gehen Wetterstationen ein, Schiffsdaten, Bojendaten. Und überall, wo grau ist, fehlen Daten. Überall, wo Farbe ist, die Farbe ist jetzt egal, da sind Werte drin. Und das ist 2018.
also gar nicht so lange her. Wenn wir dann jetzt weiter zurückgehen in den Januar 1850, wo dieser Datensatz losgeht, sieht man schon, oh, da ist aber schon mehr Grau als Farbe. Was man letztendlich sieht, sind die Schiffswege, die so nach Indien und Südamerika und so weiter gehen, was eigentlich auch ganz spannend ist. Aber wir haben tatsächlich sogar mehr Informationen über Wasser als über Land zu diesem Zeitpunkt. Und das ist die Kurve, die jetzt sich so hinten ein bisschen angeschlossen hat an den Vortrag, den wir davor gehört haben. Das ist die Kurve, die berühmte Klimakurve, die wir im IPCC-Report haben, wo letztendlich diese Daten reingehen. Und da fehlen Daten. Die Kollegen haben jahrelang daran gearbeitet, da irgendwie ordentlich das zu übersetzen, aber da fehlen definitiv Daten. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, da mal nachzuschauen, was wir da eigentlich drin haben. Und jetzt ist die Frage, wie? Wie kriegen wir das übersetzt? Ich habe den Teil auf jeden Fall ein bisschen jetzt eingekürzt, um das jetzt nicht zu viel zu machen, aber letztendlich haben wir sogenannte Reanalysen benutzt, wo Beobachtungen ins Modell reingedrückt werden. Da gibt es dann ein Modell und das hat dann auch noch ganz viele Ensemble-Member. Und das ist ganz wichtig bei KI, weil man braucht ganz viele Trainingsdaten. Und in dem Fall hat man dann 90.000 Datensätze. Das ist immer so ein guter Startpunkt. Und dann haben wir diese fehlenden Datenmasken. Sie sehen jetzt hier Nullen und Einsen. Die haben wir einfach dann in diese KI mit reingegeben, um herauszufinden, ob wir das dann einfüllen können. Da hatten wir dann ungefähr 2000. Und damit haben wir dann eine 20CR, so hieß dieser Datensatz, gebastelt, eine KI gebastelt. Und dann haben wir nochmal einen anderen Datensatz genommen, der überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, abgesehen vom Klimawandel. Aber da gehen keine Beobachtungen rein. Und da hatten wir dann viel mehr Modelle und den haben wir auch genommen. Jada, 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 genau dasselbe gemacht. Ich will Sie jetzt gar nicht damit langweilen, wie diese technischen Sachen sind. Wenn Sie hinterher Fragen haben, ich beantworte Ihnen das gerne alles, wie das genau im Detail abgelaufen ist. Ich bringe mal ganz gerne mit so die Story, wie es dann abgelaufen ist. Im Grunde braucht ihr erstmal, muss ich einen Computer finden, wo so eine GPUs drauf sind, die man halt braucht für künstliche Intelligenz. Hat einen Tag gedauert. Dann habe ich die Originalsoftware installiert, die Bilder runtergeladen, hat 3 Tage gedauert. Und dann habe ich die Software im Originalmodus laufen lassen. Und dann habe ich das rausbekommen. Und letztendlich ist das genau das, was wir am Anfang gesehen haben in dem Video. Das heißt, man hat quasi diese Missing Value Masken, man hat quasi diese Lücken in den Fotos und dann, wie die KI diese Lücken einfüllt. Also das heißt, man sieht hier, wie diese Masken hier sind. Hier ist das Bild quasi kaputt. Hier unten ist das Original und die Bilder sind dann schon eingefüllt. Das hat dann schon gut funktioniert. Und dann habe ich was Verrücktes gemacht und habe aus Klimamodelldaten habe ich Fotos gemacht. Also JPEG-Dateien erzeugt. Das würde eigentlich kein Klimawissenschaftler machen, weil wir haben unsere eigenen Datenformate und wir arbeiten damit. Aber ich würde sicher gehen, dass ich auf jeden Fall keinen Fehler auf der KI-Seite mache. Also habe ich das gemacht. Habe ich so kleine Briefmarken erzeugt von der Welt. Die Erde steht jetzt auch noch auf dem Kopf. Und habe das da durchgejagt. Und dann kam das hier raus. Und das hat schon ganz gut funktioniert. Selbst mit dem Fotobereich haben wir gesehen, okay, da kann man an der Stelle weiterarbeiten. Und dann habe ich den ganzen Kram umgeschrieben, damit man halt tatsächlich auch Klimadaten reinschmeißen kann. Und es hat dann ungefähr 2 Wochen gedauert. Und dann habe ich jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Das sind jetzt schon Daten, das sind jetzt keine Fotos mehr in dem Sinne. Und das ist jetzt so ein Datensatz aus diesem Reanalyse-Datensatz. Also da haben wir dann die Beobachtungen draufgeworfen, im Grunde genommen die Beobachtung der fehlenden Werte. Dann sieht das so aus. Und dann haben wir diesen Datensatz, also genau diese Karte jetzt, nicht mehr, nicht weniger, durch das trainierte Netzwerk gejagt und haben das Bild rausgekommen. Und da waren wir dann schon ganz glücklich. Man sieht irgendwie so den Bereich im Pazifik, der hat ganz gut funktioniert. So gesagte Horseshoe-Pattern, also irgendwie so der, ich glaube, man sagt nicht Pferdefuß. Also so der Bereich so über Eurasien, so hier. Aber auch nicht alles funktioniert ideal. Ne? Also man sieht auch so Teile über Alaska sind nicht ganz gut getroffen. Aber trotzdem war das schon auf jeden Fall ein ziemlicher Erfolg, das zu sehen, dass es klappt. Der Vorteil ist, man kann dann bei uns auch die Sachen nochmal ordentlich auswerten. Ich habe jetzt hier mal so eine Zeitreihe mitgebracht von Daten, die nicht in diesem ganzen Verlauf drin waren. Also diese Daten hat die KI vorher noch nie gesehen. Und das ist sozusagen, dieser Datensatz hat jetzt alle Daten und wir gucken uns jetzt auf das globale Mittel, jährliche Mittel letztendlich an. Hier sind auch noch ein paar englische Worte drin. Wenn wir jetzt diese Masken von der Beobachtung damit draufpacken, dann sehen wir vor allem, also am Ende, in der späten Zeitreihe, sehen wir, das ist alles nah beieinander. Ja, da haben wir auch wesentlich weniger Missing Values, also weniger fehlende Werte. Und hier sind halt Riesenlücken. Und genau die gilt es einzufüllen. Und wenn man jetzt dann die KI drauf anwirft, dann sehen wir, wir kommen schon deutlich näher mit dran. Das heißt, diese Lücke können wir tatsächlich schließen hier an der Stelle.
Und dann war tatsächlich so ein bisschen die Frage, jetzt ist so, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass das irgendwie alles richtig ist? Und dafür haben wir jetzt noch die rote Kurve, weil die hat quasi überhaupt nichts mit diesen Daten zu tun. Überhaupt nicht, nicht im geringsten. Und diese rote Kurve, das ist jetzt hier so ein bisschen, kommt das noch? Ja, da ist sie noch. Die sieht fast genauso aus. Und damit können wir dann sicherstellen, dass es quasi alles Sinn macht. Das will ich jetzt auch nicht im Detail reingehen, aber da können Sie mir dann sozusagen glauben, dass es halt gut geklappt hat. Wir haben sehr viel kleineren Fehler gehabt und wir haben eine höhere Korrelation gefunden. Das hat ziemlich gut funktioniert. Wir haben das Kreuz validiert, haben das als sichergestellt. Also die ganze Wissenschaft dahinter hat ganz gut funktioniert. Und dann können wir nämlich so mutig sein und können nämlich an die Beobachtung tatsächlich rangehen. Und jetzt gucken wir auf Juli 1877. Das ist quasi der Beobachtungsdatensatz, wie er exakt aussieht. Mehr Grau als Farbe in dem Ding. Im Juli 1877 wissen wir, dass El Niño am Start war. Das ist das Ding, was gerade jetzt wieder losgeht in der echten Welt. Aber wenn der da ist, dann sieht man das genau im Zentralpazifik. Also genau da müssten wir jetzt im Grunde genommen sowas wie einen roten Kleck sehen. Aber man sieht da, die Schiffsmessungen waren anscheinend nicht aktiv genau in diesem Monat. Es ist aber von der Literatur belegt, dass der da war. Wenn man jetzt unsere KI fragt, was da rauskommt, kam genau das raus. Ein starkes Signal im Zentralpazifik, wo wir wissen, das Ding war da, wir wissen nicht, wie es aussah. Und wenn wir die andere KI fragen, sieht das so aus, die macht nochmal ein leicht anderes Ergebnis daraus. Aber es ist auf jeden Fall ziemlich spannend zu sehen, dass ein Effekt, den wir von der Literatur wissen, dass er da war, wir aber nicht wissen, wie er aussah, sichtbar gemacht werden kann. Tatsächlich ist so ein ganz, ganz spannender Punkt gewesen, als wir das Paper gepublished haben, hat einer der Reviewer gesagt, ey, die haben einen neuen Ozeandatensatz rausgebracht und die haben ein paar neue Daten gefunden. Schaut doch mal nach, ob da was bei ist. Und dann haben wir da reingeguckt und dann haben die doch tatsächlich 3 neue Gitterpunkte gefunden. Das sieht man hier in dem gelben Kasten. Und von denen konnten wir quasi überhaupt nichts wissen. Und die sind genau in der Stelle sehr stark ausschlagend, wo wir mit der KI auch diesen roten Klecks reingemacht haben. Das war ein ziemlicher Erfolg, weil wir hatten überhaupt keine Chance, das zu wissen quasi. Und konnten dann zeigen, das haben wir da mit drin. Genau. Und dann können wir sozusagen auch so mutig sein, jetzt an diese globale Mitteltemperaturkurve gehen, die wir letztendlich für den IPCC-Report halt brauchen. Und wir können den mal einfüllen. Dann machen wir das jetzt mit der ersten KI und mit der zweiten KI. Auch hier sieht man, die sind sich relativ ähnlich. Wir sehen am Anfang deutliche Unterschiede, am Ende hängt das alles zusammen. Und jetzt können wir auch mal ein bisschen Klimawissenschaft machen. Also was man sieht quasi ist eine kühlere globale Mitteltemperatur in der Mitte des, also so letztendlich in der ganzen frühen Phase, was letztendlich dazu führt, dass wir eigentlich noch einen stärkeren Temperaturtrend haben. Wir reden die ganze Zeit über 1,5 Grad. Wenn wir den vorderen Teil nach unten packen, dann sind wir eigentlich jetzt schon höher. Das einfach mal so sacken lassen. Andere Studien, die vor allem so in der Mitte auch Dinge gezeigt haben, hier fehlen ein paar Boxen, ja genau, jetzt sind sie da, da haben wir letztendlich die Studien bestätigt und dann haben wir vor allem hier hinten den Fall, das war so eine Sache der Diskussion der letzten Jahre, der sogenannte Hiatus, da wurde mal gesagt, Klimawandel hat aufgehört und dann kam das Jahr 2016, das war nämlich der letzte große El Niño, das war das wärmste Jahr, was wir je gesehen haben und das haben wir sogar, ist sogar noch stärker ausgeprägt als zuvor. Genau. Wir kamen also jetzt von dieser Bildtechnologie, haben das Ganze dann veröffentlicht. Auch unsere Software und unsere Daten sind alle auch öffentlich zugänglich. Das war dann im Jahr 2020. Und dann sind wir auch ganz stolz darauf, dass quasi unser Datensatz dann auch in den IPCC-Report eingeflossen ist und ist dann neben den großen Datensätzen vom britischen Wetterdienst und von den amerikanischen Wetterdienst gelandet und konnte quasi mit ausgewertet werden für den letzten IPCC-Report, was ziemlich cool ist. Jetzt haben wir also diese Welt 1877, wir haben die jetzt aufgefüllt, sieht natürlich schon noch ganz schön pixelig aus. Ne? Also man sieht da jetzt, sieht ein bisschen aus nach Minecraft da an der Stelle, also da ist jetzt noch nicht so wirklich schick. Aber das ist die Realität halt, ne? Der Beobachtungsdatensatz hat halt nur 5 Grad. Tatsächlich haben wir uns dann überlegt, man sieht so ein bisschen hier nochmal die ganze Sache zusammengefasst, die ich gerade so ein bisschen erzählt habe. Und dann sind wir nochmal in das Originalpaper reingegangen und die haben gesagt, wenn man jetzt die Pixel versetzt,
so ein bisschen alles auseinanderzieht und quasi da Lücken einbaut, dann kann man das auch benutzen, um so ein Bild hochzuskalieren. Das haben wir dann ans Transferlernen weitergegeben. Da haben wir uns dann Modelldatensätze geschnappt, die sehr, sehr viel höher aufgelöst sind haben damit trainiert. Und dann haben wir überlegt, okay, können wir vielleicht diese Klimadaten jetzt höher damit skalieren? Und das können wir uns jetzt mal angucken. Das ist so ein Modelldatensatz, der schon deutlich höher aufgelöst ist. Das ist jetzt quasi jetzt sozusagen unser Testdatensatz. Der hat 0,5 Grad, also ungefähr 53 Kilometer weltweit. Und wenn wir den jetzt wieder hochbringen zu den Beobachtungsdaten, also 5 Grad, das ist quasi das, wie die Beobachtungsdaten jetzt in dem Fall aussehen, und dann die KI drauf anwerfen, dann sieht es so aus. Dem konnten sie jetzt natürlich nicht so schnell folgen, das ist klar, aber so der erste Eindruck sieht, glaube ich, ganz gut aus. Und jetzt zoomen wir einfach mal ein bisschen weiter rein, holen nochmal das Beobachtungsgitter dazu und das Original. Und dann kann man das sich so ein bisschen anschauen. Wir waren auf jeden Fall ziemlich angetan von so ein paar Features. Wenn Sie sich mal anschauen, diese Gitterbox hier unten, die so rot an der Ecke von Afrika klebt, dass die KI in der Lage ist, das Signal nur über Land zu packen und nicht über Wasser, ist schon ziemlich beeindruckend. Genau dasselbe gilt vor der Küste von Grönland, wo wir gerade auch im Vortrag davor schon was gehört haben. Da ist die KI auch in der Lage, das quasi ordentlich aus diesen paar Pixeln, die wir da an der anderen Stelle haben, das reinzulegen. Tatsächlich haben die ganzen Ozeanleute eher gesagt, wow, hier, schau mal die Ozeanwirbel, die kriegt ihr auch an der Stelle hin. Die waren tatsächlich da an der Stelle über den Teil begeistert. Ich bringe jetzt mal nur mal mit, was man machen könnte, wenn man es nur statistisch macht. Mit der simpelsten Methode, wie das aussehen würde. Dann würde es so aussehen. Das wäre quasi jetzt die simpelste Methode, die man machen kann, nur um jetzt so einen kleinen Vergleich noch mitzugeben. Das heißt, wir haben jetzt diese Beobachtungen nochmal zurück und wir sind jetzt in der Lage, das höher aufzulösen von 1877 und das ist jetzt das Bild von Juli 1877. Ich hatte gestern den Kollegen vom britischen Wetterdienst bei mir und er meinte, er hat seinen Datensatz noch nie so hoch aufgelöst gesehen. Also da ist auch ganz viel Nachfrage, gerade nach so Techniken, die so in die Richtung schießen. Wir arbeiten da gerade sehr stark dran. Nur noch mal zum Vergleich, so sah quasi das Original aus. Okay, das ist quasi sozusagen jetzt, um die Kette hier abzuschließen. Das funktionierte auch. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie das Klima rekonstruiert und wir können jetzt sozusagen auch das Klima in HD zaubern. Das Ganze wird dann auch noch höher aufgelöst. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum Wetter. Ich habe quasi gedacht, ich bringe halt ein bisschen was noch aus dem Alltag mit, weil wir da gerade dran arbeiten. Sie sehen jetzt hier in der Mitte, sehen Sie so ein bisschen also Sie sehen Deutschland in der DWD-App vom Deutschen Wetterdienst. Und man sieht so ein bisschen die Ringe außen rum um Deutschland. Das ist so ein bisschen die Grenze der Radare. Und in der Mitte sehen Sie so, da fehlt was. Da ist es so eingekreist. Da ist ein Radar, ist ausgefallen. Und tatsächlich habe ich das Bild rausgesucht gehabt, als ich beim Deutschen Wetterdienst zu Besuch war und das so vorgestellt habe, weil genau in der Lücke ist der Deutsche Wetterdienst. Und das dachte ich mir, das reibe ich da einfach mal so mit rein. Die haben gelacht und haben gesagt, ja, wenn kein Regen ist, dann warten wir die Dinger auch manchmal. Dann wird es halt ausgeschaltet. Okay, fair enough, guter Punkt. Aber es passiert auch, wenn was passiert. Genau, jetzt würde ich kurz bitten, das Video rechts zu starten. Und da habe ich jetzt einen Fall mitgebracht vom Juni 2021. Und da schauen Sie mal so in den Norden von Deutschland, so im Bereich Schleswig-Holstein. Da ist eine Gewitterzelle unterwegs Richtung Schleswig-Holstein, Richtung Sylt. Und da ist das Radar ausgefallen und da fehlen die Informationen. Keine Ahnung, wie oft das hier in Österreich passiert, so ein Radar. Das wäre auch mal spannend zu wissen. Tatsächlich ist es wohl ein regelmäßiges Phänomen, dass es immer passiert, wenn es so eine Extremfälle gibt. Ist natürlich nicht der Fall, aber das ist eigentlich mal ein spannendes Beispiel, irgendwie, dass das so eine Sache ist, die jetzt auch nichts ist, was irgendwie der Vergangenheit angehört. Hier habe ich mal den Datensatz mitgebracht, der dem zugrunde liegt, der jetzt ein bisschen weiter zurückgeht und 3 Beispiele aus 2002 mitgebracht, wo Wetter passiert und Lücken da sind. Und das ist der sogenannte Radolan-Datensatz, wenn man den sich in der Vergangenheit anguckt. Und das sind jetzt tatsächlich echte Lücken, die noch da sind. Und ich will ein bisschen erzählen, was man jetzt damit machen kann. Also Sie haben ja sozusagen auch schon unser Netzwerk kennengelernt, wo wir das rekonstruieren. Und jetzt könnte man das so anwenden, wie es ist.
Und dann haben wir uns aber gesagt, okay, so, Niederschlag bewegt sich ja nun im Raum. Vielleicht sollte man die zeitliche Information ein bisschen berücksichtigen. Und dann haben wir gedacht, okay, dann werden wir das untersuchen. Und zweitens könnten wir dann natürlich auch weitere atmosphärische Informationen mit dazu geben. Also wir können ja noch so die Temperatur, Feuchtigkeit, Wind vielleicht mit dazu geben. Da haben wir dann also andere Beobachtungen mit dazu gepackt. Und dann könnte man das beides kombinieren. Genau, das war eine Arbeit bei uns in der Arbeitsgruppe. Und hierfür haben wir den simplen Ansatz gewählt. Also im Grunde genommen packt man dann die Informationen in die sogenannten Kanäle, weil ein Bild hat ja auch letztendlich drei Kanäle. Es besteht aus Rot, Grün und Blau, wie wahrscheinlich alle wissen. Und genau diese Kanäle kann man dann im Grunde genommen auch zum Beispiel für die Zeit benutzen oder für eine weitere Variable. Und dann haben wir auch einen fortschrittlichen Ansatz gewählt. Und jetzt kommt tatsächlich so der erste schlimme Fachbegriff, wo wir die Informationen in der Zeitdimension in den sogenannten Long-Short-Term-Memory gepackt haben. Also so letztendlich hat das Ding so ein bisschen Gedächtnis und läuft dann quasi immer wieder durch das Netzwerk durch. Und dann kriegt man da ein paar mehr Informationen über die Zeit gebracht quasi. Ich dachte mir, ich bringe ein bisschen was mit. Und jetzt kann man sich hier mal so einen kleinen Radarfilm angucken. Wenn wir Großteil über Deutschland rausnehmen, das ist tatsächlich auch ein echter Fall des kaputten Radars, aber es ist nicht der Fall, den Sie jetzt sozusagen da durchlaufen sehen, sonst könnten wir sozusagen die Wahrheit links nicht sehen. Wir haben also quasi den kaputten Radar einfach nur simuliert und das scheint ganz gut zu funktionieren. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, quasi live das kaputte Radar zu reparieren. Ich wollte das einfach mal so ein bisschen laufen lassen, damit man mit dem Auge mal so ein bisschen sieht, was da passiert. Genau, dann haben wir das Ganze ein bisschen ausgewertet, wie es da so aussieht. Wir haben den simplen Ansatz ausgewertet, der hat schon deutliche Verbesserungen gebracht, wenn wir die Zeit und die Atmosphäre berücksichtigt haben, beides einzeln. Dann haben wir aber auch den fortschrittlichen Ansatz gewählt mit dem STM und ein sogenanntes Attention-Modul, worüber ich jetzt gar nicht reden will, aber auch das hat was gebracht. Und im simplen Bereich haben wir dann gesehen, wenn wir beides zusammengeworfen haben, das hat es nicht weitergebracht. Aber wenn wir dann hinten quasi in dem komplizierten Teil das angeworfen haben, dann haben wir durchaus noch Fortschritte gesehen. Das heißt, es hat sich gelohnt, da auch rein zu investieren. War natürlich auch eine Menge Arbeit. Der simple Ansatz ist quasi von heute auf morgen immer sofort umzusetzen. Genau, wenn wir jetzt sozusagen unser Beispiel hier angucken, was ich quasi mitgebracht habe, wo die Daten jetzt kaputt sind in der Vergangenheit, sind wir jetzt in der Lage, mit der KI diese Daten zu reparieren. Und dann kann man sich diese drei Beispiele jetzt quasi so ein bisschen anschauen. Dafür gibt es jetzt natürlich keine Ground Truths mehr, weil das ist jetzt sozusagen die Beobachtung. Da können wir jetzt quasi nichts weiter rausholen. Wir glauben aber, dass das so halbwegs in Ordnung sein müsste, weil wir es vorher anhand der anderen Daten getestet haben. Und genau, diesen Datensatz haben wir jetzt hergestellt. Das heißt, wir haben jetzt einen reparierten Datensatz der Vergangenheit, den wir quasi der Gemeinschaft, aber auch dem DWD zur Verfügung stellen können. Und natürlich kann das auch auf andere Länder angewendet werden. Muss halt nur ordentlich trainiert werden. Genau, damit komme ich auch schon zur Zusammenfassung von diesen Themen. Also wir sind von so einer Fototechnologie hergekommen, haben letztendlich von einer willkürlichen Anwendung, habe ich hier geschrieben und auch noch einen Typo eingebaut, bis hin zur Klimaforschung gegangen. Es braucht immer ein bisschen Wissenschaft, um die richtigen Effekte hervorzuheben. Also man sollte keine jungen Frauen trainieren, um alte Männer einzufüllen. Ich glaube, das ist so, glaube ich, so eine Sache. Das ist immer ein gutes Beispiel, um das so quasi so in die Realwelt zu holen. Man muss also aufpassen, womit man diese ganzen Sachen trainiert. Meines Erachtens ist die Mixtur aus maschinellem Lernen und der Numerik, die quasi, wo die ganzen Wetter- und Klimamodelle drauf basiert. Diese Mixtur wird die Zukunft sein, meines Erachtens. Dann habe ich Ihnen gezeigt, dass wir dahergekommen sind, um mit dieser Kombination aus Klimamodellierung, Beobachtung und maschinelles Lernen tatsächlich irgendwie eine erfolgreiche Rekonstruktion von Klimadaten hinbekommen haben. Und gerade diese Mischung aus Interpolation und Mustererkennung ist auf jeden Fall ein sehr wertvolles Tool für die Forschung. Genau, dann habe ich Ihnen gezeigt, dass wir nicht nur die Daten irgendwie auf so einem groben Gitter erzeugen können, sogar mittlerweile die Sachen hochskalieren können, das Klima in HD produzieren können. Und dass wir dann sogar eigentlich jetzt sogar noch mehr machen können. Also wir können sogar sozusagen auch in diesen schwierigen Variablen wie Regen gehen und dort zum Beispiel Radare auffüllen können. Aber wir machen mittlerweile auch viele andere Sachen. Wenn Sie irgendwie noch weitere Rückfragen haben, was für Beispiele wir noch so haben, dann da habe ich auf jeden Fall noch ein paar Sachen dabei. Und ich
will letztendlich so ein bisschen mit dem Slogan, den ich immer so drunter schreibe, ist ein Daft Punk-Zitat, wir können mittlerweile härtere Sachen untersuchen. Wir sind mittlerweile deutlich besser geworden im Umgang mit der KI. Die Sachen sind deutlich schneller. Darüber habe ich heute tatsächlich noch gar nicht geredet, dass es halt auch alles viel, viel schneller ist als zum Beispiel die Numerik. Und ich glaube, das Ganze macht die Wissenschaft nur stärker. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit. So, herzlichen Dank für den spannenden Vortrag, der sicherlich sehr viel Anregung auch für die Diskussion geliefert hat. Ich würde gerne anfangen, hier im Raum zu fragen, ob es Fragen gibt. Es ist auch die Möglichkeit, online Fragen zu stellen. Bitte hier die Chat-Funktion zu verwenden und mein Kollege wird dann das vorlesen oder mir geben oder sonst wie. Darf ich mal fragen, gibt es hier im Raum mal Fragen? Wer möchte anfangen? Mal da drüben zuerst und dann hier. So. Hallo. Danke für den spannenden Vortrag. Es wurde die KI als sehr tolle Methode präsentiert, aber es gibt dann natürlich auch Schattenseiten. Besteht nicht die Gefahr, dass wir blind gegenüber neuen Phänomenen wären? Oh, können Sie den letzten Teil nochmal wiederholen gerade? Besteht nicht die Gefahr, dass wir blind gegenüber neuen Phänomenen wären, wenn wir Lücken füllen mit Daten, wie wir sie erwarten, aber wie wir sie in Wahrheit nicht gemessen haben? Genau, ganz, ganz wichtiger Punkt. Genau. Also was immer ganz schön ist sozusagen im physikalischen Klimaraum, ist, dass wir wenig Probleme mit so ethischen Sachen haben und solchen Sachen. Das ist immer eigentlich ganz nett, aber genau Ihr Punkt, den Sie sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, wenn wir jetzt in die Zukunft gehen würden zum Beispiel und das Klima sich ändert und wir an der Hand der Vergangenheit trainieren, dann werden bestimmte Phänomene definitiv nicht abbildbar sein. Das heißt, wenn man pur datengetrieben an der Vergangenheit lernt, werden gewisse Prozesse nicht darstellbar sein. Der Kniff, den wir quasi gehen mit unserer Technologie, wo wir auch bisher tatsächlich alles in der Vergangenheit machen, das macht es erstens einfacher, aber tatsächlich ist sozusagen der Trick, über die numerischen Modelle zu gehen. Das heißt, wir haben diesen Triangel quasi aus Klimamodellierung, KI und Beobachtung. Und in der Klimamodellierung sind wir dank der physikalischen Umsetzung in der Numerik in der Lage, in die Zukunft zu rechnen. Wir haben ja sozusagen diese Szenarioläufe von den IPCC-Läufen quasi, die das dann auch in der Zukunft abbilden können. Das heißt, wir könnten auch unser neuronalen Netzwerk anhand dieser Daten trainieren. Wenn diese Modelle das dann allerdings auch nicht drin haben, dann haben wir gar keine Chance. Mit der KI kann man immer nur so gut sein, wie die Trainingsdaten, auf denen man trainiert. Wir können quasi sozusagen über Daten gehen, die dann hoffentlich diese Phänomene abdecken, wie zum Beispiel die Szenarioläufe, aber wir können auch nicht sicherstellen, dass da nicht auch was fehlt. Genau, also ganz wichtiger Punkt. So, dann mal hier eine Frage. Eine Frage ist, wenn Sie trainieren in diesen Programmen, dann können Sie ja entscheiden, mit was, mit welchen Lerninhalten, nicht? Wie machen Sie das, wenn Sie etwas bewusst weglassen? Können Sie da heraus lernen, was unbedingt nötig ist zum Lernen? Oder geben Sie einfach alles rein, was da ist? Und das ist ein guter Punkt, ja. Wir haben tatsächlich mit Absicht auch Dinge auseinandergehalten und nicht alles raufgeschmissen, um zum Beispiel auch diese Kreuzvalidierung dann nochmal zu machen, um sicherzustellen, dass wir sozusagen von dem einen Trainierten auf das andere schließen können. Da haben wir tatsächlich genau diese gewisse Daten außen vor gehalten. Es ist aber letztendlich am Ende wird es so sein, dass wenn man sicher ist, dass die Daten grundsätzlich den Algorithmus verbessern, dann ist es umso mehr Daten, umso besser. Man kann dann allerdings auch wieder hinterher nachgucken und ich glaube, darauf wollten Sie so ein bisschen hinaus. Es gibt sozusagen die Community rund um die Explainable AI, also die erklärende KI, wenn man so will. Das heißt, man kann hinterher immer auch die KI selber fragen, wo genau hast du jetzt hingeguckt, um Dinge zu lernen? Und an der Stelle kann man auch wieder Dinge ausschneiden und sagen, okay, wir bleiben jetzt in dem und dem Bereich oder man macht nur die und die Dinge. Da passiert momentan auch sehr viel, um hinterher nachzuschauen, wie hat die KI agiert, um dann Dinge auszuschließen.
Genau, also so die zwei Sachen. So, also am Ende ist es immer schon gut, alles drauf zu werfen, wenn es sinnvoll ist. Wenn man Dinge ausschließen müsste, weil sie nicht sinnvoll sind, kann man die KI letztendlich auch fragen, welche Sachen. Die braucht dann meistens nur länger. Wenn man sozusagen das Nicht-Gute mit drin hat, dann braucht die länger, um das Gute rauszufiltern. Deswegen ist es immer gut, wenn da auch ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin nochmal mit drauf guckt und sagt, okay, den Teil nehmen wir raus, weil es hat damit nichts zu tun. Man könnte die KI aber auch selber fragen. Also über die Zeit würde die das lernen. So, machen wir gleich hier weiter. Also erstmal muss ich sagen, dass es mich sehr freut, also als Mitglied der Akademie und sagen wir sehr aktiv in der EGU, dass es zu dieser Mitarbeit kam. Vom Standpunkt des Inhaltes, ich war eben gestern in einer der Sessionen der EGU, wo ein Kollege von Ihnen über ähnliches Werk berichtete. Und ich glaube, die Person in der Gruppe, die ich kenne, ist Ulrich Kubasch. Das Problem mit dem maschinellen Lernen, wie Sie das so gut gesagt haben, es geht ziemlich gut von sich in statischen Dateien und viel weniger mit der Dynamik. Also das Problem ist, dass man nicht richtig versteht, warum das funktioniert. Und natürlich in einem solchen Vortrag, also ein allgemeines Publikum, konnten Sie nicht viel darüber erzählen, aber könnten Sie doch ein ganz wenig sagen, wie Sie da, sagen wir, zu Vertrauen bilden? Denn, wenn es sich um Fotokorrigieren handelt, dann ist es ziemlich klar, wie das vor sich geht. Aber im Klima versteht man sowieso nicht so gut, wie das funktioniert und warum die Modelle ja oder nein verlässlich sind. Also sagen wir, die Wettervorhersage in Wien diese Woche war nicht besonders gut. Da weiß man schon nicht genau mit Sachen, mit denen man Jahrzehnte Erfahrung hat, warum es geht oder nicht und dann wie tun es mit diesem neuen Zeug. Danke. Also Professor Kubasch war übrigens mein Doktorvater. Nur so zur... Ja, genau. Und dementsprechend komme ich aus der Klimamodellierung quasi und bin quasi darin groß geworden, weil das auch sein Steckenpferd war. Und letztendlich stellen wir sicher, das hatte ich gerade versucht so ein bisschen aufzufädeln. Also wir bleiben auf der Klimamodellierungsebene und wir können unsere Ergebnisse auch direkt gegen die Numerik halten, weil wir halt auch entsprechend auf den Klimamodellen trainieren. Und ich sagte ja schon, wir können nicht besser werden als die Trainingsgrundlage. Das ist immer so der Punkt. Also wir brauchen halt, der Vorteil ist nun, dass wir nicht nur ein Modell nehmen können, sondern wir können auf allen trainieren, weil wir quasi alles abgreifen. Und damit greifen wir auch ein viel größeres Spektrum ab der Modelle, weil die halt doch irgendwie alle unterschiedlich agieren. Und wir können im Grunde genommen dann diese Ergebnisse wieder innerhalb des Systems, aber dann auch extern gegen zum Beispiel Reanalysen und so weiter vergleichen. Dass die Wettervorhersage jetzt nicht so gut ist, da sind jetzt tatsächlich die Kollegen eher so vom ECMWF und so weiter dran. Wir sind ja tatsächlich eher auf diesen langen Läufen drauf. Und wir können im Grunde genommen dann sowohl über die Numerik als auch über die KI können wir sogenannte Unsicherheit mit rausgeben. Das heißt, wir können auch sagen, wir sind in gewissen Uncertainty-Bereichen und können dann unsere Ergebnisse auch so wie letztendlich alle Klimamodellläufe, die es draußen gibt, mit dazulegen und damit dann sicherstellen, dass das quasi auch nicht total daneben geht. Danke. Machen wir noch eine Frage hier und dann gehen wir mal zu online. Leo. Ja, also viele Klimadatensätze, die Sie verwendet haben, wie das HeatCrew oder die Reanalysen, die verwenden bias-korrigierte Beobachtungsdaten. Und meine Frage ist, glauben Sie, kann man also mit der KI, also auch diese Bias-Korrekturen, die zum Teil sehr mühsam gemacht worden sind, also auch mit viel Detailwissen über die Instrumente, kann man das auch ersetzen mit solchen KI-Verfahren oder gibt es da Ansätze in die Richtung? Ja,
Oh ja, sehr, sehr großes Feld, vor allem jetzt bei den Kollegen, die mit den Beobachtungsdaten arbeiten. Ich hatte ja gerade schon den Kollegen vom britischen Wetterdienst erwähnt, die sich ja da jahrzehntelang durchgequält haben über die bei der Zusammenführung. Und die sozusagen die Bias-Korrektur, wo man dann sicherstellen kann, dass die Arbeit, die man schon getan hat, einfließt, gleichzeitig mit Modellen das Ganze sozusagen zusammengepackt werden kann, also mit trainiert werden kann, wo man weiß, okay, die Numerik stellt die Physik auch halbwegs richtig dar. Genau in der Richtung wird gerade ganz viel versucht, dass sozusagen, was auch immer jetzt danach noch gefunden wird in der Vergangenheit oder auch Dinge, die jetzt dazukommen, dass die Art Bias-Korrektur dann auch mit KI gemacht werden kann. Genau, also da wird relativ viel gerade dran geforscht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Wetterdienste ihre jahrzehntelang aufgebaute statistische Bias-Korrektur so schnell aufgeben werden, auch aus konservativen Gründen. Ich glaube, das ist auch ein valider Punkt. Die waren aber unseren Ergebnissen so aufgeschlossen gegenüber, dass sie jetzt, also und da haben sie auch erzählt, dass sie jetzt genau solche Sachen untersuchen werden und dann die ersten Abschätzungen schnell der Bias-Korrektur mitgeben können. Es ist natürlich, findet man einen so einen Gitterpunkt, irgendwo 1850 in irgendeiner Ecke, wo sonst nichts anderes ist, dann ist es sowieso eine ganz spannende Frage, wie damit umzugehen ist mit diesem Gitterpunkt. Ich hab, der Kollege gestern hat auch direkt gesagt, ah, die schmeißen wir mittlerweile auch raus. Also das ist auch so ein ganz, ganz spannender Punkt. Ich glaube, die Bias-Korrektur im heutigen Zeitraum ist viel, viel spannender. Es kommen neue Instrumente dazu. Wie stellt man sicher, dass das neue Instrument nicht einen Bias gegenüber dem alten Instrument hat? Ich glaube, da wird ganz viel passieren und da wird auch viel gemacht werden. Deswegen glaube ich eher, dass es so im aktuellen Zeitraum passiert als im frühen Zeitraum. Danke. Victor, liest du mal vielleicht ein, zwei Fragen vor aus dem Online? Es gibt aus dem Online-Bereich genau zwei Fragen, und zwar ein Kommentar. Ihre Methode ist als diagnostisches Werkzeug zu verstehen und nicht als prognostische Methode. Das bedeutet, dass Kipppunkte von der KI nicht erkannt werden können. Das ist das Kommentar. Und die Frage, die haben wir schon ähnlich gehabt, hier ist es nur konkreter. Sie haben bei der Gesichtsverjüngung erklärt, dass es wichtig ist, auf welches Ziel hinaus das Programm trainiert wurde. Welches war das Ziel bei der Klimarekonstruktion? Ja, genau. Also die Kipppunkte können nur drin sein, wenn es in den Trainingsdaten drin ist. Und dann kann es der Algorithmus auch lernen. Er kann keinen neuen lernen. Das sollte man sich bewusst sein. Also deswegen, es kann auch sozusagen in der diagnostischen Methode quasi drin sein, wenn das dann angelernt werden kann. Das Ziel bei uns war, im Grunde genommen, diesen Beobachtungsdatensatz aufzufüllen. Das war quasi das Ziel. Das heißt, wir haben alle Modelldaten, auf denen wir unsere Datenbasis, die begründet war, haben wir so abgeändert, dass es exakt dem Setup der Beobachtungsdaten entsprochen hat. Das heißt, wir haben eine Anomalie gebildet zwischen 1961 und 1990, genauso wie der Met Office-Datensatz gemacht wurde. Und dann haben wir entsprechende Klimatologien gebildet, abgezogen und haben genau daraufhin gezielt, dass wir diesen Datensatz auffüllen können. Das war das Ziel. Und deswegen haben wir auch nicht mit allem trainiert. Deswegen haben wir nicht mit Szenarios trainiert. Deswegen haben wir mit keinen Paleo-Läufen trainiert. Wir haben exakt mit Läufen trainiert, die in diesem Zeitraum aktiv sind. Also das war das Ziel. Und es funktioniert jetzt nicht, damit 100 Jahre in die Zukunft zu gehen. Danke. Ich glaube, es war hier im Raum noch eine Frage irgendwo. Oder ja, bitte. Ja, danke. Eigentlich ist es eh schon zum Teil beantwortet worden, aber eigentlich, also meine Frage wäre eigentlich, wie häufig müssen Ereignisse sein, damit sie von dieser KI erfasst bzw. abgebildet werden können? Weil Ihre Beispiele sind ja eigentlich seltene Events, die wahrscheinlich in den Radardaten nicht so oft vorkommen. Wenn man dann runtergeht zu Hagel oder zu Tornados oder so etwas, das sind ja dann besonders selten. Ja, das genau. Und da ist jetzt quasi so ein bisschen gerade auch, da passiert relativ viel in dieser Extreme Value Statistics Community. Die versuchen diese sozusagen die gewonnenen Erkenntnisse, die wir in der Statistik gewonnen haben, in sozusagen diese Machine Learning Welt jetzt zu übertragen, um potenziell wenige Events auch darstellen zu können. Aber das ist ein Riesenproblem. Wenn man nicht schafft, quasi Modellläufe zu finden, es gibt ja auch Modelle letztendlich für Tornados, auf die man jetzt dort mit reingeben kann. Aber es hat halt kaum ein richtiges Modell solche Sachen mit drin. Und wenn man dann auf die 5 Events, die drin hat, und der Rest 1 Million Datenpunkte, die dieses Event nicht haben, dann wird es ganz schwer. Aber ich wüsste auch gar keine andere Methode, die es nicht schwer hat. Also
Man sollte nicht auf alles vertrauen, das stimmt. Ich glaube, wir sollten es wissenschaftlich dann untersuchen. Aber ich wüsste gar keine Methode, die dann sozusagen den Tornado dann an der Stelle besser. Gerne nochmal ins Mikro geben, ja. Ich vermute mal, man müsste da mit anderen Daten überschneiden. Also mit anderen, die halt Instabilität, Scherung und sonstige Sachen drinnen haben, also nicht einfach nur Bildfarbe. Genau. Wenn man auf die großskaligen Dinge geht, die kleinskaligen Bereiche quasi mit in der Beobachtung, also wenn Tornados quasi aufgezeichnet wurden oder registriert wurden und wir können den Großraum, so Sachen wie Cape oder sonstige Sachen ableiten können, dann geht das noch. Dass dann tatsächlich aber auch der einzelne Tornado dann quasi auch funktioniert, ist ein Riesenthema, auch gerade in der Community. Ich glaube, keine Numerik kann das. Und ich glaube, mit den Methoden des maschinellen Lernens können wir immerhin so viel draufwerfen, was uns mit anderen Methoden gar nicht funktionieren würde. Also Statistik würde halt irgendwann versagen. Und bei der KI könnte man zumindest irgendwie diesen Parameterraum immer weiter hochschrauben. Deswegen sehe ich da zumindest mehr Chancen. Ich sage nicht, dass wir das alles lösen können in den nächsten Jahren. Aber ich warte eigentlich auch noch auf den Zeitpunkt, wo wir zumindest mit unseren Sachen auch mal eine ordentliche Wand reinrennen. Aber gut, wir haben auch noch keine Tornados untersucht. Das gebe ich mal meinem Team rüber. Vielleicht sollen wir mal Tornados anfangen. Aber es ist auch immer ein ganz schwieriges Feld, gebe ich zu. Danke. Ich glaube, es gibt da noch eine Frage online und damit lassen wir es dann mit den Fragen. Genau, und zwar ist es denkbar, dass durch KI auch Tagesmittel werden zeitaufgelöste meteorologische Daten zu generieren im Sinne eines Wettergenerators unter der Berücksichtigung der komplexen Zusammenhänge von verschiedenen meteorologischen Parametern. Genau, also das Buzzword Digital Twin habe ich jetzt quasi auch extra nicht mitgebracht, aber genau da geht quasi so die Reise hin. Wie wir quasi schon diskutiert haben, momentan zielen wir quasi immer auf eine Fragestellung ab. Mit den Methoden des maschinellen Lernens und so ein numerisches Modell oder ein Wettervorhersagemodell hat immer eine Lösung, aus der ganz viele Antworten kommen können. Und es wird momentan sehr hart daran gearbeitet, das auch mit künstlicher Intelligenz hinzubekommen. Es gibt die ersten Modelle, die mehr als nur auf einen Parameter schießen, die mehr Parameter hinbekommen. Ob die jetzt in den nächsten Jahren direkt das ECMWF-Wettervorhersagemodell ablösen, mag ich ganz hart bezweifeln. Aber es wird spannend zu sehen, ab welchem Punkt, also für bestimmte Sachen sind die schon dran. Also Temperatur, Druck, so eine großräumigen Sachen können die alle mittlerweile besser. Geopotential, 500 Hektopascal, alles schon gar kein Problem mehr. Spannend wird es dann sozusagen bei den kleinen Prozessen und bei den kleinskaligen Prozessen. Aber da werden diese Digital Twins kommen, die dann mehr vorhersagen können an der Stelle. Die Frage ist dann, worauf werden die eigentlich trainiert, wenn wir irgendwann die numerischen Modelle abschaffen? Da muss sich die Community tatsächlich irgendwas einfallen lassen. Und an der Stelle wird es spannend. Es wird kommen, um die Frage nochmal kurz zu beantworten. Es wird kommen, dass immer mehr eine allgemeingültige Lösung kommt. Vor allem die Physics-Informed Machine Learning-Algorithmen, die da an der Stelle entwickelt werden. Ob die in den nächsten 5 Jahren schon alle schlagen werden, also dass man auch sowas wie prognostische Größen, irgendwie so Dinge, die Schnee in den Bergen, gerade wir sind ja in Österreich, also gerade so Bergklima und so weiter, ohne die Vernünftigkeit der Physik damit abbilden kann. Also ich bin gespannt. Ich würde es nicht ausschließen, aber da wird ganz viel passieren. Ob wir ein Wettermodell haben mit KI, das alles schlägt in 5 Jahren, sage ich in 5 Jahren. Vielleicht haben wir dann wieder einen Vortrag. Aber diese Diskussion über, was man sozusagen aus diesen Modellen herausbekommt vom Lernen her, erinnert mich, wenn man auf einer heiteren Note schließt, an einen Satz des amerikanischen Mathematikers und Entertainers Tom Lehrer, der vor ungefähr 60 Jahren zu einer Schallplatte gesagt hat, ich übersetze jetzt, das Leben ist wie eine Kloake. Was man herausbekommt, hängt davon ab, was man hineingibt. Und genauso ist es bei den Modellen. Ne? Damit bedanke ich mich ganz herzlich bei unserem Vortragenden für den spannenden Vortrag, aber auch bei Irina Artemieva, die schon weg musste, der Präsidentin von der EGU, für eine Erinnerung, dass es so etwas wie ein Big Picture auch noch gibt. Bei Ihnen fürs Kommen und darf Sie jetzt im Namen der Akademie der Wissenschaften noch auf Erfrischungen, Getränke unten in der alten Börse einladen. Dankeschön.